Glück auf, Schutz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute mal ohne Cappy. Ich fasse es selber noch nicht. Ich habe heute keins auf, weil ich habe gleich noch ein Vorstellungsgespräch und dann geht's ab wieder in die Heimat. Das restliche Zeug packen. Aber ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch einfach mal zeige, wie weit wir sind. Und ja, wollte halt deshalb nicht noch extra ein Cappy anziehen, weil ich habe schon alles an, dass ich dann direkt los kann. Ich will auch gar nicht weiter lang um den heißen Brei reden. Ich will euch einfach mal zeigen, wie es jetzt hier bei uns so aussieht. Und ich nehme einfach mal die Kamera rum, dann kann ich euch das besser zeigen. Ja, also wie ihr hier sehen könnt, das ist das Wohnzimmer, das zukünftige. Also hier kommt dann halt der Ofen hin. Hier ist noch so eine Trennwand drin. Da kommt dann mal ja, das Sofa und so weiter hin. Da hinten der Esstisch, Aquarium, bla bla blub. Hier geht's raus zur Terrasse. Ihr seht auch, wir haben überall schon Gipskarton, Wände dran. Das heißt, es kommt jetzt als nächstes die Fußbodenheizung. Also wir haben alles vorbereitet. Die Fußbodenheizung wird jetzt verlegt. Und ja, dann kommt schon der Estrich drauf. Und dann kann es endlich losgehen, dass wir alles putzen können. Die Decke ran, Fußboden, Fliesen drauf und so weiter. Und ja, Steckdosen anbringen und dann ist es auch schon fast geschafft. Also ihr seht schon, sind ja ein bisschen im Endspurt. Da ist die Küche natürlich auch mit Terrassentür. Hier auch alles soweit verlegt. Ja, hier kommen wir in unseren Heizungskeller, Multimedia-Raum, wie man es auch immer nennen will. Hier sind noch ein paar Sachen, was für die Heizung zuständig ist. Nee, das ist nicht, das ist für die Belüftungsanlage, also im Fußboden sind Lüftungsanlagen, die halt die Luft ansaugen und halt Frische reinbringen und so weiter. Hier haben wir halt dann ja das Heizgerät und so weiter. Hier ist der Schaltkasten mit sämtlichem Zeug drin. Ich kann ja mal gucken, ob ich das eben aufkriege. Ja, oder auch nicht. Doch. Doch, geht auf. Lop. Können wir mal einen Blick reinwerfen, also sehr schick alles. Ihr müsst euch vorstellen, man sieht ja schon die Kritzeleien auf der Wand. Da kommt eine richtige Multimedia-Wand hin mit Touchscreen und alles. Da kann man dann halt alles steuern, jedes Rollo, jede Heizung und bla 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 bla. Jo, das ist soweit das Wichtigste. Ja, hier ist halt unser Flur, ist auch soweit eigentlich schon alles fertig. Ziemlich gechillt. Gäste-WC, so wie es sich gehört, auch schon alles dran, zumindest bis zur Hälfte. Das reicht erstmal, dass der Beton rein kann. Kann man hier den Rest fertig machen. Und hier geht's hoch. Da machen wir jetzt auch mal fix hoch. Ja, also das kennt ihr ja, glaube ich, schon, die Treppe und so weiter. Wir haben dann halt jetzt alles verblendet. Und ja, wie man sieht, hier oben auch schon Fußboden bereit für die Fußbodenheizung. Ganzen Kabel, also das Orange ist ja LAN-Kabel, K7 direkt und das andere sind Stromkabel und so weiter. Das ist halt das erste Zimmer, also Schlafzimmer. Hat man hier noch ein Zimmer als Arbeitszimmer oder was auch immer man das Ganze nutzen möchte. Ja, ihr guckt mal draußen in den Hof oder zu unseren Autos, je nachdem. Ja, was haben wir noch? Ah, da geht es dann mal später hoch auf unserem Boden. Also den brauchen wir eh nicht viel, deshalb ist da so eine Klappe dran. Der Stiel hängt natürlich jetzt so provisorisch dran. Der hängt nicht die ganze Zeit so rum. Ja, hier ist dann auch nochmal ein Zimmer. Also überall LAN drin, überall Gipskarton dran. Hier auch nochmal ein großes Fenster. Also kann ich euch mal zeigen. Wie gesagt, hier drauf wird dann geputzt, dann hält die ganze Sache auch. Ja, und hier kommen wir dann ins zweite Bad. Ja, da sind halt andere Gipskartonplatten dran für die Feuchtigkeit, falls es jemand interessiert, der sich auch damit auskennt. Da kommt die Dusche hin. Ja, hier kommt nochmal ein Klo hin. Hier kommen zwei Waschbecken hin und hier kommt eine freistehende Badewanne hin. Also eigentlich ziemlich gechillt alles. Wir sind relativ weit jetzt gekommen, dank meinem Dad auch hauptsächlich, der ja wirklich täglich schuftet, wenn er halt nicht gerade arbeiten muss oder wenn er von Arbeit wieder da ist.
Und ja, dann hat er das halt alles soweit fertig gemacht, dass halt wirklich nächste Woche, wenn der Umzug ist, also Freitag kommt Estrich rein und Samstag ziehen wir dann um. Und der Estrich muss halt leider lange trocknen, also im Schnitt so 2 bis 3 Wochen. Da können wir halt nicht so viel machen. Natürlich kann man rein und ein bisschen bauen, aber im Großen und Ganzen kann man da jetzt nicht so viel machen. Deshalb wird es jetzt halt so eine bisschen Wartephase werden, wo wir halt schauen müssen, ja, wie wir das Ganze dann halt fertig kriegen. Aber ich denke, mal noch einen Monat oder anderthalb, dann müssten wir eigentlich fertig sein. Ja, jetzt sind wir hier wieder zurück im Wohnzimmer. Ihr könnt es ja schon sehen, das Ganze. Und ja, ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Wieder ein kleiner Rundgang, dass ihr einfach wieder auf dem aktuellen Stand seid. Also ihr seht, es geht hier fleißig vorwärts. Richtig schnell eigentlich. Ich bin überrascht, dass wir so gut vorankommen. Ich hätte es mir ja ein bisschen stressiger noch vorgestellt, obwohl es viel Stress ist und so weiter, aber es ist alles noch im Rahmen. Und ich freue mich einfach, dass jetzt mein Umzug kommt und meine Freundin, und dann haben wir alles geschafft. Und ja, dann geht es ja einrichten. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das dann aufteilen zwischen mir und meinem Dad. Also vielleicht nehme ich auch drüben das Große, das ist ja auch neu gemacht, alles fertig, und mein Dad zieht dann hier rein, weil das ein bisschen kleiner ist. Müssen wir mal sehen, aber das ist jetzt auch nicht das Wichtige. Wir haben auf jeden Fall dann 2 Häuser. Für mich eins, für meinen Dad eins. Ich denke, das reicht auf jeden Fall, ein großes Grundstück. Und ja, will jetzt nicht überheblich oder so klingen. Ich wollte dich einfach bloß mal gesagt haben, weil mich da immer viele drauf ansprechen. Hey, lass mal wieder zeigen, wie es bei euch so aussieht. Jetzt habt ihr es einfach mal gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall den Daumen nach oben, würde ich mich mega freuen. Ansonsten, Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Imus.